Ja, Leute, heute ist es soweit und zwar Anime-Duelle geht in die nächste Runde. Um genau zu sein, treten heute Joe Wheeler gegen Weevil an. Naja, Weevil ist ja eigentlich ein Kontrahent und ein Champion, was man bedenken muss. Aber Joey ist natürlich der beste Freund und verteidigt Yugi. Bedeutet also heute eben Joey gegen Weevil. Wie immer werde ich das Ganze mit CK Phoenix zusammen machen. Bedeutet also, er wird Weevil spielen und ich eben Joey. Das Ganze ist ein Best of Three. Bedeutet also, falls ihr eben wissen wollt, wer das ganze Match gewonnen hat, müsst ihr einmal rübergehen zu CK Phoenix. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum Deck. Da sind wir auch schon direkt im Deck und wir sehen hier, das ist natürlich Joey, wie er live und lebt. Und wir haben hier sehr viele ikonische Karten, aber Karten, die ihr vielleicht gerne auf dem Schirm habt, denn es gibt Karten, die Joey gespielt hat, aber nur ein oder zwei Mal und daher man gar nicht so oft kennt. Aber wir gehen jetzt ganz Stück für Stück durch. Zunächst einmal, wir haben natürlich ikonische Monster wie Babydrache, Axttiger oder Axträuber. Das sind natürlich bekannte Karten, aber auch eben gar nicht mal so schlechte Karten wie zum Beispiel Cybertech Alligator. Einfach ein herbeirufender Totenkopf quasi. Dann natürlich, ja, Rotorger Schwarzer Drache darf nicht fehlen. Copycat, also Nachäffer, was ebenfalls eine sehr starke Karte ist. Zeitzauber kann sehr gut kommen, muss natürlich nicht gut kommen. Dann haben wir Plündern Hauptmann und ja, den spielt er auch und der ist gar nicht schlecht, ne? Ich meine einfach mal Monster mehr, warum nicht? Ebenfalls ein Beatstick, der leider eine kleine Downside hat, aber nehmen wir mit, würde ich sagen. Dann haben wir hier einmal ein Monster mit 1,8 Def, was nicht verkehrt ist. 1,8 ATK, was nicht verkehrt ist. Dann 1,5, was auch nicht verkehrt ist. Und dann haben wir hier die richtig krassen Beatsticks. Wir haben hier nämlich 2,3 Angriff. Nice. 1,8, klar, kommt von Mai, aber hat eben Joey auch gespielt. Dann blauer Flammenschwertkämpfer ist hier natürlich für den Flammenschwertkämpfer, ist natürlich ganz klar. Und Shinzo, den natürlich in Battle City sich abgeräumt hat. Aber auch mächtige Karten wie Unterwelt Mega Cyber oder Maximum 6, gute Karten natürlich. Gilfroter Blitz, auch tipptopp. Und meine Zauberkarten, muss ich sagen, da bin ich noch mehr überzeugt. Die Karten sind sehr krass. Wir haben zum Beispiel einmal Rageki, stark, Flederwisch, Wiedergeburt, Topf, super Karten. Aber auch so schöne Burn-Karten haben wir, nehmen wir natürlich mit. Dann Recycling, dann natürlich noch die Klaue des Hermos, super gute Fusionsmaterialmöglichkeiten. Dann natürlich hier noch Feuliges Begräbnis, stark. Dann eine, jetzt kommen die Random-Karten, die sehr Joey-typisch sind. Und zwar, wir haben Typ 6-Maschine, wir haben den Würfel, den anderen Würfel. Dann haben wir noch Roulette-Spinne, was auch jedenfalls auf Glück basiert. Also da haben wir auf jeden Fall einiges. Wir haben natürlich auch Elfenborg, super gute Karte. Und dann haben wir natürlich MST. Und der Rest sind eigentlich dann wieder sehr gute Karten. Ne? Wir haben einmal Verstärkung, wir haben Fallgrube, was stark ist. Grabräuber auch eine gute Karte, die mal gut kommen kann. Klar, 2000 Lebenspunkte, muss man mal bedenken. Dann BTH, ja, auch Joey hat das Ganze gespielt. Und weil wir den Gegner natürlich dann, wenn wir Kontrolle haben, eben unter Druck setzen wollen, fallen lassen. Und nochmal Dornfallgrube. Und dann das Ganze auch komplett. Ich muss sagen, Joey hat bessere Karten, als ich dachte. Denn ihr seht schon, also das ist ein Deck, womit es sich leben lässt. Klar könnte man jetzt sagen, wir cutten noch hier die Burn-Karte raus oder ähnliches. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist das schon sehr nice. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Duell. Dann wollen wir mal sehen. Ich bin extra mit meinem Fahrrad angekommen. Gereist. Okay. Dann möchte ich mal bitte gerne anfangen. Mhm. So. Ja, ich bin extra mit dem Fahrrad angereist, dachte, das wäre eine gute Sache hier. Ich meine, Joey, was passt besser als ein Fahrrad? Und ich bin zum Dojo gefahren, um zu meditieren. So ein Ding ist das. So. Ja, ich glaube, das werde ich hier nach brauchen mit Weevil's Deck. Also. Wie? Warum denn? Hast du gute Hand? Also ich sag mal so, meine Hand ist okay. Oh. Ich glaube, mit diesem Deck ist es egal, wie gut meine Hand ist. Das wird nichts. Na gut, dann fang ich an mit Axträuber. Und setz deine Karte. Ja, und da bin ich schon outplayed. Da bin ich schon outplayed. Ja, wobei, sagen wir mal gucken, was deine verdeckte Karte ist. Okay, was kommt jetzt? Ich habe nämlich Fliegender Kamakiri Nummer 2. Ja, aber der hat ja 1,5. Eine fliegende Gottesanbeterin, die sich vorwiegend von Insekten ernährt. Okay, schön für dich. Und er kriegt jetzt hier 300 ATK drauf, Laserkanone. Lustig. Wenn du jetzt MST hast, ne? Ich bin ein Joey. Ich aktiviere meinen Würfel. Oh, nein. 5! Einfach minus. Einfach minus 2. Ah, du hast nichts mehr? Das ist ja lustig. Nein, das war's schon. Okay, wir machen weiter. Oh, wird ja besser, immer besser. Ja, aber wir machen hier auf Joey. Schauen wir weiter. Wir rufen Axttiger! Ich bin im Battlefield. 1-3. Ja, Junge! Das wird, glaube ich, schnell das Duell. Das wird die schnellste Folge, die wir hier hatten. Ja, aber sowas von. Aber was macht der? Was macht der? Nix. Alles klar.
komplett dumm. Ja. Hey, was ist das für ein Kackdeck? So, ich fahre mein Fahrrad schon mal weg wieder. Ja, mach mal. Set? Ist der Kokon. So. Dann beenden wir das Duell jetzt endgültig, würde ich sagen. Was kommt denn jetzt? Also, du hast schon Probleme mit den Monstern. Ja. Na, dann viel Spaß mit dem. Ja. Natürlich Cyberattack, Amika. So, mein Lieber, 2-5 Attacke. Boom. Ach komm. 1-7 Angriff. Boom. Ach man. 2-2. Set. Wenn wir so weitermachen, machen wir ein Best of 3 auf meinen Kanal und deinen. Ich glaube, wir können Best of 10 machen. Also trotzdem nix. Ah, zeig, was wir können. Ach, ja. Ja. Das Traurige ist, ich muss mich ja verteidigen. Ey, du kannst meinen holen, mein Axtjäger. Der hat sogar die meisten Verteidigungspunkte. Oh Mann. Ja, stark. Duell gefällt mir bisher sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Verlauf. Der Fair and balanced. MVP. Hättest du da 1 gewürfelt, das hätte sogar was geändert. Ja, da machen wir ja direkt weiter. Wir gehen direkt aggressiv rein da. Ach komm, 2-3. Hey, Junge. Attacke. Mann. Ah, ein Flo. Da hat der irgendwo einen Flo ins Ohr gesetzt. Genau, ein Axtjäger wieder. Hallo, alles gut jetzt hier. Axträuber gegen Axtjäger. Boom! Ah. I mean, noch ist das Duell nicht vorbei. Es kann ja noch alles passieren. Ich habe noch 400 Lebenspunkte, ne? Boah. Goblin in Death. Oh, komm. Top Deck des Jahrhunderts. Was haben wir hier? Ja, super. Es ist so schlecht. Es ist einfach so schlecht. Ah, mein Lieber, ich möchte nicht sagen, aber es sieht nicht gut aus für dich. So, mein Lieber. Und jetzt kommt das große Finale. Und das Finale ist natürlich mein Ass-Monster. Ich opfere mein Monster für den Red Eyes. Nein. So, und der Red Eyes wird das Duell natürlich beenden. Deswegen greift er ja an. Das ist irgendwie so Menschfresserkäfer. Nee, den hat er nicht mal gespielt. Boom. Ja, krasser Effekt. Pack dir mal in mein Deck. Nee, der wird ja zerstört durch Kampf. Feuerball! Natürlich. Hey, coole Animation. Ja, das stimmt. Und wie immer geht es hier ans Drehen, beziehungsweise welchen Charakter ich nächste Woche spielen soll. Und es wird gedreht. Und so gespannt. Oh, knapper Marek vorbei. Ist es Bakura? Oh, Bakura ist so cool. Ja, da habe ich doch was hier. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich. Das ist auf jeden Fall ein Charakter, mit dem man leben kann. Ich denke, da kann man das ein oder andere machen, denn er hat schon ziemlich starke Karten. Aber falls ihr jetzt wissen wollt, wer diese Woche das Match gewonnen hat, geht wie gesagt rüber zu CK Phoenix. Ist am Ende auch verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.